So, da sind wir wieder und wir fangen an mit der allerersten Wochenaufgabe, nämlich füge herabsteigenden Vorratslieferungen Schaden zu. Ist eigentlich ziemlich einfach, aber natürlich werde ich es trotzdem zeigen, so wie ich es selber mache, so dass ihr immer seht, ah, so funktioniert es wirklich. Kurz in eigener Sache, alle die gerade neu auf dem Kanal sind, wenn ihr wissen wollt, wer ich bin, was ich mache, Kurzfassung ist, ihr bekommt bei mir Custom Games mit Preisgeld. Dann bekommt ihr bei mir auch Skins. Also sobald wir 800 V-Bucks oben haben, durch Rette die Welt bekomme ich das hin, wird ein Skin verlost. Wenn du bei beidem gerne dabei sein willst, gerne ein Abo da lassen, ein Like da lassen, vor allem die Glocke aktivieren. Die Glocke deshalb aktivieren, dass du halt die Livestreams nicht verpasst und auch die neuen Videos. Wichtig für alle jetzt ist halt wirklich im Shop-Video wird immer alles Aktuelle, was im vorigen Tag so passiert ist, erklärt und gezeigt. Also gerade die Custom Games, wie es da gerade so aussieht, wer erster ist und so weiter. Wenn du komplett neu bist und Skin haben willst, hier siehst du schon, einer hat es schon getan, einfach eine Freundesanfrage schicken an yt-familyhack. So, dann auf Abschicken. Zack, ja, mich selber geht nicht. Dann haben wir hier den Schlaufuchs, der kam schon neu hinzu. Grüße erstmal dahin. So, dann gehe ich kurz in den Item Shop, zeige euch nur ganz kurz, warum wir das Ganze machen müssen. Nämlich, wenn wir Geschenke kaufen wollen, müssen wir halt 48 Stunden miteinander befreundet sein. Wie du siehst, Black Devil, noch keine 48 Stunden. Das bedeutet, ich kann dir dann in dem Moment auch keinen Skin schenken. So gerne ich das wollte, aber funktioniert dann einfach nicht. Und dann muss ich leider den nächsten auswählen. Warum mache ich das Ganze so? Ich will natürlich meine Community einfach belohnen dafür, dass sie immer da sind, kommentieren, liken und so weiter. So, dann was die Custom Games angeht, einfach mal eine kurze Übersicht, wie es gerade aussieht. Jetzt gerade, hier seht ihr Theodor Büsche auf Platz 1 mit 3 Siegen, dann Mensuri mit 2 Siegen und das wird dann durchgeführt bis zum 8. Dezember. Also ich mache halt nicht immer eine Custom-Runde und ihr bekommt was, sondern über einen etwas längeren Zeitraum. Kann sein eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Aber wir haben jetzt erstmal zwei Wochen angesetzt. Ich denke mal, das reicht doch erstmal. Und wenn du halt dabei sein willst, gerne Abo da lassen, Glocke aktivieren und dann in den Streams vorbeigucken. So, dann natürlich wie immer an alle, vergesst nicht meinen Creator-Code einzutragen, yt-familyhack, genauso wie mein Name ist. Gerne dann auf Annehmen, macht es am besten täglich, damit er nicht weggeht. Hier oben rechts steht er auch immer wieder und wenn ihr euch was kaufen wollt, da steht er auch wieder. Guckt immer, dass da irgendeiner steht, muss nicht unbedingt ich sein, aber so könnt ihr immer irgendjemanden supporten. So, wir gehen direkt in die Aufgabe. Das Ganze machen wir natürlich in Gruppenkeile. Warum Gruppenkeile? Da gibt es einfach die meisten Vorräte. Zwar erst in der Endphase, aber das werden wir definitiv auch hinkriegen. Und wie gesagt, wundert euch nicht, warum ich immer die Aufgaben so lang zeige. Hat nichts damit zu tun wegen Werbung schalten oder sonst irgendwas, sondern ich mache das schon seitdem ich YouTube mache. Ich zeige immer komplett, wie ich die Aufgaben selber auch erledige. Es gibt YouTuber, die machen das auf 2 Minuten, alles okay. Ich mache es halt ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Im Prinzip könnt ihr genauso eure Konsole anschmeißen, Video anmachen und könnt quasi zeitgleich mit mir die Aufgabe danach machen. So kommen auch selten Fragen auf, weil ihr einfach genau seht, wie ich das Ganze mache. So, jetzt muss ich nur aufpassen, was für Aufgaben ich noch habe. Also ich darf nicht in Hydro 16 landen, nicht in Holy. Und Vorratslieferung öffnen nach 10 Sekunden auch nicht unbedingt. Warum darf ich das nicht? Ganz einfach, weil wir noch die anderen Aufgaben haben. Und ich lade euch ja wirklich jede Aufgabe hoch. Auch da die Frage natürlich, warum hast du das? Ganz einfach. Es gibt auch jüngere Zuschauer, die einfach die Aufgaben an sich von Schriftbild her, von der Bedeutung her, nicht ganz verstehen. Aus dem Grund gehe ich immer hin und erkläre wirklich jede Aufgabe für jeden. So, dann springen wir schon mal raus. In 5 Sekunden wissen wir dann auch mal, wo wir hin müssen. Weil, guckt halt einfach, dass ihr schon in der Endzone seid, weil da natürlich die ersten Vorräte runterkommen. So, wir fliegen dann nach Misty. Aber, ne, wir fliegen nicht direkt nach Misty, sondern da unten hin, weil da oben müssten eigentlich die Gegner sein. Ich meine, wir landen zwar direkt wieder, aber vernünftige Waffen will ich natürlich trotzdem haben. Vor allem eine AR wäre halt natürlich von Vorteil, weil wir natürlich die Vorräte runterholen wollen.
So, hier haben wir schon mal eine Pump liegen. Zack, zack, zack. Pump ist natürlich nicht gerade so eine tolle Waffe, um einfach die Vorratslieferung vom Himmel zu holen. Warum habe ich keinen Fallschaden bekommen? Gehen wir gerade mal hier durch. Biggie braucht eigentlich kein Mensch. Wehe, du klaust mir jetzt die Kiste. Wehe, du klaust mir jetzt die Kiste. Nein, er klaut mir die Kiste. Ah, toll. Vor allem, warum landet er auch hier? Vor allem, ist hier sonst kein Loot? Seit wann ist das denn hier so ein... Boah, noch eine Pump. Aber hier landen wir keine... Gute Idee. Ja, so viel zum dem Thema. Den nächsten Kill darf ich schon mal nicht mehr machen. Hallo, darfst du mich bitte töten? Ich will woanders hin. Dankeschön. Ja. Aber da habe ich wenigstens da schon mal zwei Kills gemacht für eine andere Aufgabe. Jetzt müssen wir doch mal gucken, wo wir hier eine AR herkriegen. Hätte ich mal besser darüber ein Video gemacht. So, gucken, ups. Hä? Das hier habe ich schon nie gesehen. Ist das neu in der Map? Oder bin ich hier einfach nur noch nie gelandet? Weil ohne Quatsch sagt mir absolut gar nichts. Haben die den Ort hier neu hinzugefügt und ich habe es nicht mitbekommen? Schreibt mir wirklich in die Kommentare. Jetzt nicht einfach nur, damit ich Kommentare bekomme, sondern wirklich, ob der Ort neu eingefügt ist oder nicht. Weil ich habe ihn definitiv noch nie gesehen. Oh, hier wird ja wohl mal irgendwo eine stinknormale AR sein. Ja, eine Sniper. Weißt du, wenn man eine Pump braucht, findet man keine. Aha, wird doch mal Zeit. So, haben wir das. Ja, jetzt haben wir natürlich direkt zwei nebeneinander. Ah, die ersten Vorräte kommen schon. Aber sind zu weit weg. Erstmal ein bisschen Metz holen. Und ich denke mal, die ersten Vorräte werden wir eh nicht mitkriegen. Aber eigentlich ist die Aufgabe ziemlich schnell erledigt, sobald man halt wirklich mal Vorräten ist. Ich weiß gar nicht, heißt eigentlich die Aufgaben? Was ist die Aufgabe? Ah, ne. Also, wenn sie am Boden ist, dürft ihr auf die Vorräte nicht schießen. Sondern erst, wenn sie runterkommen. Also, beziehungsweise vorher halt. Vor allem, ich sehe die Vorräte nicht. Sind die schon gelandet? Vor allem, von uns ist noch kein Mensch da. 210 Schuss. Wie gesagt, achtet auch darauf, dass ihr genug Munition habt. Warte mal, jetzt landet doch hier. Zack. Aha, da haben wir die Aufgabe schon geschafft. Ihr habt gesehen, ganz simpel. Einfach, wenn die in der Luft ist, einfach drauf schießen. So wie hier zum Beispiel. Einfach drauf hämmern. Zack. Ihr seht, alle schießen jetzt drauf. So. Und mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Ihr habt gesehen, eine Vorratslieferung reicht da vollkommen aus. Also ich denke mal, die Aufgabe wird auch so generell ziemlich simpel sein. Weil die halt jeder relativ schnell hat. Ist ja auch nicht schwer, sag ich mal. Ihr müsst halt nur auf die Vorräte schießen, das war's. Irgendwie einfach wieder nichts connected. Kann sagen, er war doch da.
Lol, da hat er mich weggeholt. So, wie gesagt, die Aufgabe ganz simpel. Einfach auf die Vorratslieferung schießen, wenn sie vom Himmel fällt. Also quasi, wenn sie im Senkflut ist und das bekommt ihr hin. Viel Spaß mit der Aufgabe. Wie gesagt, Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen. Was war noch? Glocke aktivieren, wenn ihr bei Custom Games dabei sein wollt oder halt mein Skin gewinnen wollt. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und viel Spaß noch.